Vier Tage im Namen des E-Cannonballs. Der E-Cannonball findet dieses Jahr bereits zum 6. Mal statt und ich nehme mit Patrick als Team Steckerbiker das erste Mal daran teil. Das wird gut. Ach, ist er nicht schön dreckig? Unser Glücksbringer, der Fuki, ist auch mit dabei. Jetzt geht's aber erstmal ab in die Waschstraße. Ich bin so aufgeregt. Hui, sieht aus wie neu. Geil, 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 geil. Na dann, auf zu Patrick. So, nach 291 Kilometern reiner Autobahnfahrt, 3 Stunden 50 mit Durchschnittsgeschwindigkeit von 75 km/h sind wir mit 18,7 Kilowattstunden Verbrauch 100 Kilometer in Schleiz angekommen und jetzt zeige ich euch nochmal den Ladepark, der ist der absolute Knaller. So, weiter geht's. Willst du dich in die Sonne stellen, ja? Ach, den kenne ich. Da, Saftzwerg-Typ. Ja, stimmt. Kennst du den auch? Ja. Wer ist denn der Saftzwerg? Fährt der da mit? Michael, glaube ich. Michael. Guckt euch diese schönen Steckerbiker-Teile an. Die sehen so cool aus. Ich hoffe, dass wir die irgendwie nachher beibehalten können. Müssen wir mal gucken, wie wir das mit den anderen Aufkleber dann noch hingedingst bekommen. Wir sind jetzt hier in Wörl an der Donau und haben jetzt noch 112 Kilometer bis nach Bad Griesbach. Wir schaffen es nicht ganz 17 Uhr anzukommen, deswegen ruft Patrick jetzt schon mal an. Das war vielleicht eine halbe Stunde zu spät kommen. Wir müssen noch ein bisschen laden. An und für sich bin ich ganz zufrieden. Es war jetzt ein bisschen Stau hier vor Regensburg und dann davor halt so ein bisschen zäh und so. Aber nichts Schlimmes, alles gut geklappt. Wir sind jetzt hier auch wieder mit 7% nur angekommen. Alles gut, alles im Rahmen. Macht sehr, sehr viel Spaß und ich freue mich schon auf die übermorgige Tour. Morgen haben wir noch mal ein bisschen Ruhetag am Parc Fermé. Aber am Sonntag geht's dann endlich los. Auf zum E-Cannonball. Tada! Pension San Georg. Unsere Zimmer sind gleich hier hinter. Wir sehen MG von da unten. Und wir machen es jetzt frisch. Es gibt Abendbrot. Und dann würde ich sagen, gehen wir morgen zur Anmeldung. Weil wir müssen jetzt das nicht ewig in die Länge ziehen. Dann melden wir uns an und dann nehmen wir euch mit in den Parc Fermé, wo wir alles ausstellen, was wir mit haben. Genau so. Bis Tag 2. Bis Tag 2. Guten Morgen, liebes Tagebuch. 7 Uhr, Samstagmorgen. Jetzt gibt's Frühstück, danach gibt's die Startnummern und die Aufgaben. Zwischen 13 und 17 Uhr stehen wir im Parc Fermé. Dann gibt es eine Fahrerbesprechung mit Ionity und am Abend gibt's noch einen bayerischen Abend, auch gesponsert von Ionity. Ich habe schon schlimmere Tage hinter mir. Los geht's!
ganz schön doll. Boah. Wir sind ja in einem anderen Hotel als die anderen, das heißt, wir haben jetzt noch 600 Meter zum Parc Fermé. Keine Ahnung, ob wir jetzt da hinlaufen. Oh nee, ist nicht dein Ernst. Ja klar, sind wir Steckerbiker oder was? Eigentlich schon, ne? Auf geht's. Los, spring rauf! Alle her! Hui! Ja, gleich! Moin! Dankeschön für die Fahrt. Gott sei Dank haben wir für morgen unser Steckerbiker-Mobil. Also Patrick hat Spaß. Schön, wenn Kinder spielen. Heute ist ja eigentlich Parc Fermé, aber wir haben gerade festgestellt, dass heute schon die erste Challenge auf uns wartet. Wertungsprüfung heißt das. Wertungsprüfung, Entschuldigung. Genau. Herr Direktor. Ja, wir haben Golfabschlag. Müssen wir beide machen? Nee, nur einer. Einer? Also ich habe noch nie einen Golfschläger in der Hand. Also doch, Minigolf. Zählt Minigolf? Weiß nicht. Nicht wirklich. Nein. Das Witzige an der ganzen Sache ist, das ist gar nicht weit weg. Das ist nämlich einfach nur da hinten hin. Wir haben jetzt hier so einen Computer, der das für uns abnimmt, glaube ich. Indoor. Indoor. Von einer großen Leinwand. Hä? Kein Druck, kein Druck. Ja. 68,8. Ja. 90 cm haben mir gefehlt. Das ist so lang. Mindestens. Mindestens. So, ihr Lieben, der Parc Fermé ist seit 17 Uhr geschlossen. Einige sind weggefahren zum Einkaufen, zum Aufladen, was auch immer. Wir sind jetzt hier noch geblieben. Um 18 Uhr gibt es noch eine Fahrerbesprechung. Das ist immer sehr wichtig, dass die Leute dann auch nachher wissen, wo sie langfahren müssen, was es zu beachten gibt und sowas. Und danach gibt es noch einen lecker Schmaus von Ionity gesponsert. Da freuen wir schon sehr drauf. Es war ein sehr toller Tag, sehr tolle Leute hier. Wir haben viele Gespräche geführt mit euch da draußen, die einfach uns besucht gekommen haben, mit anderen Teilnehmern. Also mir hat sehr, sehr gut gefallen. Keine einzige Wolke am Himmel. Wahrscheinlich sieht man es an meinem Teint. Egal, E-Cannonball ist nur einmal im Jahr. Ach, wie schön, das leuchtet wie am Schnürchen. Ich bin ziemlich durch für heute und ich freue mich auf morgen. Ich wünsche euch mal eine gute Nacht. Für euch sind es jetzt bloß ein paar Sekunden, für uns ist es eine ganze Nacht, die dazwischen ist. Wir sehen uns morgen am Start des E-Cannonball 2023. Endlich geht's los. Wer mit Fuki kommt, geht auch mit Fuki. Warte, ich bin jetzt ein bisschen, schwerer als... Oh, ah! Ich hab nichts erzählt, nicht drauf! Wir sind zu schwer! Was ist denn? Warte, also oben hat das Ding nur drauf. Hier, komm ein bisschen vor. Egal, komm, fahr. So, durchs Ziel! Achso, hier müssen wir lang. Hier, Das ist der Brunnen. Achtung, guck! Hey, hey, hey! So, jetzt geht mal Vollgas hier. 18, auf, 19, 20! Achtung! Komm, schaffst du!
Ever. 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 Ever? Everest. Willkommen beim E-Cannonball, den besten ever, ever, Everest. Moment. Weg, 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 weg. Aber nett. Dankeschön. Ja, bitte. Remo und Patrick. Beides YouTuber, Steckerbiker, fahren elektrische Motorräder, genau wie ich auch. Schön, dass ihr dabei seid. Ist das erste Mal für euch? Das erste Mal, ja. Erste Mal E-Cannonball und dann leider auf 4 Rädern statt auf 2. Ja. Wie war es denn gestern für euch? Gestern? Was? Wie war es gestern? Ich möchte gerne kurz das Klemmbrett sehen. Ach, das Klemmbrett. Ach, Mann. Siehst du, ja, hier. Das Klemmbrett ist ganz wichtig. Das Klemmbrett muss dabei sein. Da werden die Punkte, ihr filmt auch gerade, sehe ich. Schöne Grüße an eure Follower. Ja, danke, danke. Grüße an deine. Wir sind ein bisschen aufgeregt. Sie fahren nicht so oft Auto, weißt du? Ja, ja. Remo, SRS, Zero-Fahrer. Wunderbar. Und du fährst eine FX? Nee, mittlerweile eine DSRX. Ach, hast du jetzt eine DSRX? Ja, genau. Ja, schön. Genau, cool. Genau. Wunderbar. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Fahrt und genießt das. Genießt das. Ja, hier. Kickstart. Ja. Sind jetzt zu zweit. Und 4 Räder durch 2 fahren sie wieder jeder an 2 Rad. Rechts einer fährt links. Ganz normal. Sieht man doch. Morgen! Hey, Mahlzeit! 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 MC5. Wie sieht's aus bei euch? Gut! Wir haben so ein bisschen die Strecke, glaube ich, nicht gefunden. Wir sind deutlich. Aber ihr habt's ja geschafft. Ja, ja, genau. Genau, genau. Ja, nee. Diese chinesischen Navis, ne? Nee, mein Navi ist doch. Der chinesische Beifahrer. Mein Navi ist doch. Ja! Ja, okay. Ihr könnt gleich ein Foto machen. Ja. Ich glaube, Nasilla wird euch vielleicht begleiten. Mhm. Werden wir vielleicht live geschaltet. Momentan sind wir jetzt noch nicht live. Okay. Aber dann machen wir ein Foto. Ihr wisst ja, was ihr machen müsst. Und dann viel Spaß. Wir sehen uns im Ziel. Also, je weiter hinten, desto besser, weil ihr müsst dahin laufen. Okay. Danke für den Tipp. So, wir waren jetzt vorne bei der Madonna, haben da ein Foto gemacht und jetzt gehen wir mit unserer Boardkarte und lassen uns das abstempeln. Dann haben wir schon die erste Challenge heute geschafft. Und ich bin sehr zufrieden mit meinem Navigator. Das Navi kann man vergessen, aber mein menschliches Navigator-Teilchen ist super. Ja, und hat eine viel angenehmere Stimme. Ja. Wir sind jetzt hier am schönen Attersee. Ihr habt das schon gerade gesehen, die Bilder. Wunderschön. Der Fluss dazu. Unglaublich. Schaut euch das an. Alter Vater. Wunderschön, oder? Wir suchen jetzt hier eine Prägermaschine. Das Teil, wo man irgendwie einen Euro reinpackt und ein 5-Cent-Stück. Und dann muss man daran kurbeln. Und dann kriegt man so eine geprägte Münze. Und den suchen wir jetzt gerade. Okay, also nicht das Prägen, was ich kenne, dass man halt aus einer Münze was anderes macht, sondern hier wird gestempelt. Die nennen das jetzt Prägen, warum auch immer. Wir stempeln das jetzt ab und dann geht's auch gleich weiter. Zack, zack. Ah, doch Prägen. Meine Fresse. Ja, hier. So. Kann man sich rausnehmen? Nein. Geprägt ist es, ja. An der Seite prägen. Ah, da man sieht's. Okay. Ich bin ein bisschen durch den Wind. Also bei mir im Harz, da kennt man das, da sind da so Stempelkissen drin. Da stempelt man das einfach ab. Bin jetzt von der Münzprägung ausgegangen, aber es ist jetzt eine Papierprägung. Genau. Also jetzt haben wir alles, jetzt haben wir noch was gelernt dazu. Ja, das ist ein schöner, brauchst du keine Stempelfarbe. Meine Töchter haben sich dann immer auf die Stirn gestempelt, war auch geil. Nächster Stopp, Ionity Mondsee. Ihr müsst das mal sehen. Wir fahren jetzt hier an dem schönen See lang, müssen dann irgendwie, weiß nicht, 80.000 Kilometer erst in die eine Richtung, um dann wieder zurückzufahren. Naja, oder wir fahren einfach so. Können wir auch gerne machen. Tür zu, auf geht's.
So, was ein Wooding hier bei Ionity. Hier gibt's einen QR-Code. Den hat der liebe Patrick schon abgescannt und da gibt es jetzt ein Quiz und wir haben jetzt beide das Gefühl, dass es hier ganz schön voll ist und wir fühlen uns hier nicht so wahnsinnig wohl. Ihr werdet zumindest keinen weiteren Ladestress hier verursachen und haben noch genug im Akku. Denke ich auch. Wir nehmen jetzt noch Versorgung mit und dann quizzen wir mal das Quiz und dann ist auch schon der nächste Punkt wieder. Puh, also ganz schön knifflige Fragen. Das Coole ist, wir konnten das jetzt online absenden, hatten eine halbe Stunde Zeit für ein paar Fragen und das wird dann nachher ausgewertet und zusammengezählt. Wir mussten jetzt ein bisschen schätzen, es gab leider nicht zu allen Fragen irgendwie Informationen, selbst auf der Ionity-Seite nicht. So, wir fahren jetzt ein Stückchen weiter und gucken mal, ob wir irgendwo noch einen Lader finden, dass wir uns mal ein paar Minuten hinstellen. Hier ist einfach so überfüllt, das macht gar keinen Sinn, hier zu warten. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir rechts rechts sich gerade das frühe Aufstehen. Ich könnte mich gerade hier in die Sonne knallen. Ja, schön in die Sonne knallen. Ey, du wolltest im Schatten sitzen. Ja, also sprichwörtlich hinknallen und einfach noch mal ein bisschen pennen. Aber genau, leg dich eine Runde aufs Dach, ich fahr. Ja, ist mir zu windig. Vertraust mir dein Auto nicht an. Doch, ich vertraue dir mein Auto auf jeden Fall. Hättest aufmachen können. Nee. Ich mache Navigation, du machst fahren. So, wir haben gerade den Shell Recharge hier mitten am Weg gesehen. Wir haben zwar 50% drin mit 181 Kilometer, aber wir bräuchten noch so 60, 70 Kilometer mehr. Deswegen war jetzt die Idee, einfach das auf dem Weg mitzunehmen. Und dank Ionity und, Ionity nicht, geht nie zu Ionity. Dank MeinGau dürfen wir jetzt hier kostenlos. Haben. Mit einer Special Edition Ladekarte, nur zum eCannonball, an 2 Tagen unbegrenzt gültig. Und das machen wir jetzt. Sie sind berechtigt. Bitte Stecker einstecken. Also manchmal bin ich echt erschrocken, wie lange das mal dauert, bis so die Ladung beginnt. Aber das hat jetzt nichts mit dem MG zu tun, da haben wohl andere Leute auch ein Problemchen. Jetzt oben auf der Postalm angekommen. Sehr schön hier. Ja. Und jetzt müssen wir, glaube ich, einparken. Oder beziehungsweise nach vorne fahren, hast du ja schon gesagt. Genau. Ohne anhalten, ohne nochmal Gas geben, in einem Rutsch. Die üben da. Die üben da noch, das ist ja unglaublich. Die haben Zollstock dabei. Und Remo fährt. Jetzt ist Fahrerwechsel angesagt. Was? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ihr dürft da auf die Fläche fahren, dann guckt euch die Situation an. Da ist ein Stab, ihr müsst auf den Stab zufahren. Einmal anfahren, einmal bremsen. 80 cm zum Nummernschild bis zum Stab ist der Idealfall. Alles klar. Nach der Aufgabe hier abholen. Okay. Ja, dann bitte. Fenster zu, Tür zu. So. Also ich halte jetzt da kurz vor an. Jetzt schauen wir mal, dass wir das hier auf dem Display sehen. Wo ist er denn? Sehen. Ich denn? Sehe ihn nicht. Dort ist weiter. Weiter. Stopp. Jetzt bin ich ja gespannt. Sieht doch nur gut aus. Echt? Ja. Was mit vielen? Georg? 66. Da hinten ist von vielen anderen sehr gut. Genau. Okay. Genau. Super. So, dann raus. So, 66 cm nach Frank von Generation E haben wir eigentlich einen ganz guten Schnitt gehabt. Insofern, gucken wir mal. Müssen wir jetzt nochmal hin was abholen, eintragen lassen? Nein. Okay, das ist alles schon gemacht. Sehr schön. Wie sagst du mal, hervorragend? Hervorragend. So, da oben gibt es jetzt irgendwo Essen, Trinken, weil wir haben ja schon bestimmt seit 10 Minuten nichts mehr gegessen. So. Willst du gelobt werden? Nee, ich fühle mich nicht gelobt heute. Ach doch, komm. Feini,
gut gemacht. Gut gemacht. Eigentlich hat er 80 cm. Ah, genau. Also der Ziel war auf 80 cm anzufahren. Ja. 66 ist besser als 20. Wenn das hier 20 sind, sind 66 auch 80. Dann haut es gut hin. Genau. Euch das an. Sind wir nicht hübsch? Ja, wir sind nicht hübsch. Sind wir nicht? So, vorletzte Durchgangskontrolle. Wir sollen hier eine Münze prägen. Und diesmal richtig. Also wir zerquetschen eine 5-Cent-Münze zu einem was auch immer. Wir vernichten Geld. Wir vernichten einfach mal Geld. Mhm. So, hast du Präferenzen? Berchtesgaden? Kehlsteinhaus, Berchtesgadener Land, Rossfeld, Berchtesgaden oder Rossfeld Ringstraße. Hier, komm. Komm her. Die Ringstraße, ne? Die Ringstraße. Wir nehmen die Ringstraße. So, so einmal 5 Cent, einmal 1 Euro und jetzt 10 Mal drehen. Zeig mal. Oh, es ist warm. Na ja, klar. Es ist warm. So schnell, wie du gedreht hast? Aber wo ist der Euro? Wo ist der Euro? Wo ist der Euro? Wo ist der Euro? Mann, es gibt das doch Beschiss. Jetzt haben die uns den Euro weggenommen, das gibt's doch gar nicht. Zum Glück war das nicht unser. Kilometer und immer noch frisch wie in der ersten Minute. Nee, 8 Stunden, 9 Minuten waren wir jetzt unterwegs. Ein Durchschnittsverbrauch von 14,1 und wir fahren jetzt zur letzten Challenge. 18 Sekunden, eine bestimmte Strecke fahren. Nicht weniger, nicht mehr. Wir haben jetzt eine Taktik entwickelt. Mal gucken, ob wir die so hinkriegen, wie wir so wollen.
Ich schaue mal nach hinten, wer hier noch alles kommt. Das Feld trudelt so langsam ein. Wir haben hier noch einen Taycan stehen, einen NIO ET5. Und jetzt ist der MG5 dran. Hier gehen die Scheiben zu und das Auto geht in Kürze los. Start sehr nah an der Lichtschranke, das macht es einfach. Da kann es sogar hilfreich sein, falls die anderen hinten zuhören, wenn der Fahrer selber die Stoppuhr startet. Und hier startet jetzt der Beifahrer. Ich weiß nicht, ob sie sich absprechen. Und der Daumen ist am Drücker. Und es geht los. Gut gedrückt, das kann ich schon mal sagen. Und er geht auf die Runde. Und es geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Die Autos werden durchgewunken. Und ich schaue auf die Uhr. Relativ früh dran, das ist zu schnell. 16,4. Nimmt ein paar Punkte mit, aber nicht viele. Und wir sind im Ziel. Wie war denn eure Abstandschallenge? Mein Finger tut weh, der ist dagegen gefahren. Die Abstandschallenge war gut. Ja? Die war gut. Die haben wir gut gemacht. Ich habe für euch die Teilnehmerurkunden für den wahrscheinlich schönsten E-Cannonball Everest. Ja, da fehlt aber Platz 1. Ja, das kommt erst später. Nee, das können wir jetzt schon. Das war nur die Teilnehmerurkunde, der Beweis für die Verwandtschaft, dass ihr es geschafft habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Parkt bitte so weit als möglich hinten. Ihr müsst nicht an eurem Parkplatz stehen. Einfach damit wir gleich nicht einen Lücken da hinten haben, die wir rangieren müssen. Okay. Ja? Okay. Dann sehen wir uns später. Auf Wiedersehen. Später. So, warte mal, jetzt nehmen wir hier die Strecke. Jetzt gucken wir mal, ob du parken kannst oder nicht. Deswegen waren die, guck mal, deswegen waren die gestern gerade, als ich reingefahren bin. Das ist die Lösung. Ich glaub's nicht. Wie lange hast du das Auto schon? 1,5 Jahre. Okay. So, Remo, Fazit. Patrick. Remo. Ich bin total fertig, du kannst mir abheften. 403,9 Kilometer haben wir heute absolviert in 8 Stunden 27 mit einem Durchschnitt von 47 km/h und einem Verbrauch von 14,2. Das klingt gut. Also eine Menge Spaß pro Kilowattstunde. Auf jeden Fall. Wir haben viel gesehen. Ihr habt viel gesehen. Absolut. Unglaublich. Ich habe gar keine richtige Ahnung, was für ein Fazit wir ziehen sollen. Auf jeden Fall eine Veranstaltung, die wahnsinnig, wahnsinnig gut organisiert ist, muss man tatsächlich wirklich so sagen. Hervorragende Organisation. Vom Brötchen, vom Getränk bis hin die Fahrerausstattung. Ein gebundenes Roadbook, wo wirklich jeder Scheiß drin steht. Und das Ganze nicht irgend so ein Pillepalle kopiertes Papier, sondern wirklich vernünftig gedruckt. Und eine WhatsApp-Gruppe, wo Fragen gestellt werden konnten, wo alle mit drin waren, wo es den Glückwünsche gab und so ein Kram. Und eine, wo dann wirklich nur die reinen Informationen reinkam. Also wirklich sehr durchdacht, dass man dann nicht den einen Chat durchwühlen muss und so. Zwischendurch zeitlich passend immer Videos mit den wichtigsten Dingen. Hier gibt's Fahrerbesprechung, da ist das Frühstück. Hier müsst ihr an der Durchfahrtskontrolle das und das machen. Also Wahnsinn. Es wurde einem eigentlich alles mundgerecht serviert. Genau, man musste eigentlich nur noch Gas geben und bremsen und gucken und filmen. Genau. Ich weiß, das Video ist lang. Wir machen es jetzt auch kurz und knapp. Vielen Dank fürs mit dabei sein. Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Es wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben und auch gerade dieses Video wird uns wahrscheinlich in 1-2 Jahren dann doch mal vorwuppen und wir werden uns das anschauen. Bleibt gesund. Bleibt uns gewogen. Danke, dass du mich geleitet hast. Und danke, dass ich mit dabei sein durfte. Und hey, Elaris, ihr habt was verpasst. Macht's gut. Ciao.